Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Malte von Modern Archery Germany und wenn du wissen willst, worum es hier geht, dann bleib dran. Modern Archery. Es geht also um modernen Bogensport. Damit meine ich aber nicht ausschließlich klassisches Field Archery mit einem modernen Bogen. Hier geht es auch um den Wandel, den Bogensport über die Jahrhunderte gemacht hat. Und auch um die neuesten Forschungsergebnisse, Innovationen und Neuentwicklungen im Bereich Bogensport. Bei MAG geht es aber auch vor allem um Magazine, Bows und Crossbows, also Bögen und Armbrüste mit Magazin. Wie zum Beispiel diesen EK Archery Whipshot, ein magazinfähiger Anvil mit einer Magazinkapazität von 6 15 Zoll Pfeilen. Der ist jetzt gerade ungefähr auf 50 Pfund eingestellt, also das Maximum, was hier geht. Und er ist trotzdem noch immer sehr schnell. Oder die Steambow Stinger 2, Tactical oder Compact. Eine modulare Schnellschussarmbrust mit bis zu 6, 6,5 Zoll Pfeilen. Oder die Terminator 3 von Yak Archery, dem zurzeit vielversprechendsten Stinger-Konkurrenten. Und natürlich die EK Archery Adder. Eine magazinfähige R9 bzw. RX mit 5 bzw. 7,5 Zoll Pfeilen. Da ist Dampf hinter. £130 mit Magazin. Was aber nicht heißt, dass MX, Alligator, R9, RX oder Siege uninteressant sind. Denn auf der MX, beziehungsweise später auf der R9 und dann auf der RX, beruht ja der ganze Spaß. Keine Sorge, das musst du noch nicht verstehen. Dazu kommen wir später nochmal im Video zur Geschichte der Magazinarmbrüste. Hier seht ihr auf jeden Fall jede Menge hilfreiche Tipps zum Thema Bogensport. Zu jedem einzelnen Gerät in meinem Bestand wird es ein Video mit Review, Schusstest, Pflegeempfehlung, Pfeilempfehlung und gegebenenfalls Kaufempfehlung geben. Gerade die Pfeile bzw. Bolzen machen enorm viel aus. Die sind ja auch echt nicht gerade billig, deswegen sollte man sich wirklich im Klaren sein, welche Pfeile man braucht und warum und vor allem wofür. Aber ganz kurz, das ist doch eine Armbrust, also sind es Bolzen und keine Pfeile. Ja und nein. Bolzen wurden damals im Mittelalter benutzt. Die waren wesentlich, wesentlich kürzer und wesentlich, wesentlich dicker als ein Pfeil. Außerdem waren die ohne Befiederung. Heutige Match-Armbrüste schießen Bolzen. Das sind kleine metallerne Pins ohne Befiederung. Aber wenn man sich einen heutigen Bolzen mal genauer anschaut, wird man sehen, Moment, Nocke, Befiederung, ein langer Carbonschaft, eine schraubbare Spitze und sogar ein Insert. Ist das ein Bolzen? Ich würde sagen, das ist ein Pfeil. Es ist also wirklich ein Streitthema. Ist das jetzt noch ein Bolzen oder zählt das schon als Pfeil? Ich sag einfach immer Bolzen bzw. Pfeile, dann treibe ich hier mal ins Schwarze. Ja, und Thema Bolzen bzw. Pfeile, da werden wir reichlich testen. Also wir werden hier wirklich die Billigbolzen aus China testen, gute Standardbolzen, die Originalbolzen und aber auch High-End-Pfeile von einer Pfeilmanufaktur. Das Ganze werden wir einfach mal miteinander vergleichen und schauen, was ist der richtige Pfeil für dich, deine Armbrust und dein Einsatzgebiet. Du schießt mit der Adder im Keller auf 10 Meter, dann brauchst du definitiv einen anderen Bolzen als jemand, der mit seiner Armbrust auf Meisterschaft geht und 70 Meter schießt. Ich möchte euch aber auch einfach so ein paar Tuning-Geschichten und Umbauten zeigen. Zum Beispiel werden wir das ein oder andere Gerät noch folieren. Dann werden wir der Frage auf den Grund gehen, lohnen sich die neuesten Upgrades? Wo ist der Vorteil? Wo ist der Nachteil? Und wie holst du das Maximum aus deinem Sportgerät heraus? Hier erfahrt ihr auf jeden Fall auch, was ihr alles selber machen könnt. Vorab erstaunlich viel. Und natürlich, wie ihr es macht. Beispiel gefällig? Zielscheibe selber bauen, Sehne reparieren, Mittelwicklung erneuern oder sogar eine ganze Sehne selber bauen. Oder der Klassiker, kaputte Stinger Compact reparieren. Und abseits von dem ganzen theoretischen Gedöns gibt es hier natürlich reichlich Action. Ich nehme euch mit, wenn es demnächst wieder auf die Shooting Range geht und da packen wir dann die großen Dinge aus. Tenpoint, Scopit, Mission und wie sie alle heißen. Klick auf jeden Fall auf Abonnieren, um das nicht zu verpassen. Außerdem arbeite ich gerade an einem MAG ABC. Eine Auflistung und Erklärung von Begriffen, die hier bei uns im modernen Bogensport relevant sind. Wir starten mit A wie Archery, Armbrust, Adder und AR6.
Hat dir das Video gefallen? Dann klick bitte auf Gefällt mir und teile es mit deinen Bogensportfreunden. Du hast Fragen oder Anregungen für kommende Videos? Dann schreib es in die Kommentare. Falls ich mal nicht sofort antworten sollte, kannst du mich auch jederzeit über Instagram anschreiben. Jetzt habe ich aber auch echt genug gelabert. Zeit für ein bisschen Action. Ich zeige euch einfach mal, wie schnell so eine Magazinarmbrust sein kann. War das schnell genug? Schreib es in die Kommentare. Und ja, nicht vergessen, klick auf Abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Modern Archery Germany.